Somit Christi zurück zu PES 2017. Ich hatte ein kleines Problem. Nach der letzten Aufnahme habe ich leider nicht abgespeichert. Jetzt haben wir die letzte Partie gegen Berkshire Blues nochmal spielen. Und jetzt sage ich da einen klaren Zusammenschnitt von der zweiten Halbzeit, weil ich vergessen habe, einfach spät aufnehmen. Und ja, du wirst es dann nicht gleich sehen. Und sobald diese paar Minuten, dieser kurze Zusammenschnitt wieder beendet ist, sehen wir uns da wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar, wie in der letzten Aufnahme gesagt, werden wir uns heute eigentlich nur mit Teammanagement beschäftigen. Und wie ich es in der letzten Episode gesagt habe, nach Erfurt gerichtet, schreibt mir eine Mail, wenn ihr mitmachen wollt. Es kennt euch in den Spiel besser aus. Und es kennt euch wahrscheinlich auch im Fußball besser aus wie und dann können wir das gern machen. Ich werde dann wieder ein paar Tage vergehen lassen zwischen dieser Aufnahme und der nächsten und dann werde ich wieder was hochladen, beziehungsweise dann werde ich weiter aufnehmen. Gut, wir gehen jetzt mal kurz zum Teammanagement, Strategie. Wir werden uns heute mit Verhandlungen befassen. Lang wird die Aufnahme nicht, gell? Ja, wir werden uns einfach mal kurz durchschauen. Mein Team, was ich weiß, in der Kaderliste, wir sind voll. Wir haben 32 Spieler insgesamt und da geht aber momentan nichts mehr. Das Einzige, was wir vielleicht später noch machen können, aussehen, dass wir da vielleicht einmal tauschen. Kesseltein, ich kann da ungefähr sagen, ja, ich weiß, das weiß ich alles gar nicht mehr. Das müssen wir uns mal extra anschauen. Wie gesagt, das Kader ist voll mit 32 Spielern. Wir werden mal andere Vereine anschauen. Und zwar, da hätten wir einen Wellenreuther, Schalke 04, ausgeliehen. Dieser Spieler ist derzeit verliehen. Der Spieler wird bis 30. Juni des nächsten Jahres ausgeliehen. Belloni. Alveciaro. Ja, sagt mir gar nichts. Ist mir so auch wurscht. Okay, passt. Ich glaube, da brauchen wir mal nichts, gell? Da sind wir uns eh einig. Da, das ist, warte mal kurz, Spielerliste, das ist eine Liste ihrer Lieblingsspieler. Mohamed Said, kenne ich nicht. Hat der irgendeine Aufgabe? Ja, was weiß ich. Zwar keine Ahnung, wie der zu meiner Spielerlisten kommt. Jugendmannschaft. Wie gesagt, wir haben eigentlich ein volles Kader, das kann ich da sogar sagen. Am Beispiel des Gureglio. Haben wir irgendeinen besseren? Na? 66, da. Elmanowski.
Polen, Jugendmannschaft 17 in Entwicklungsphase. Den kennt man rechts, in der rechten Verteidigung. Schau her, verpflichten, wir sind zu groß. Können wir das dabei anstauchen und wegtun? Wir werden uns jetzt einmal diesem Punkt hier widmen. Und zwar, ich habe immer genommen, Schwachstellen stärken, keine bestimmte Region, kein bestimmter Schwerpunkt, Torwart und Sturm. Genau, wie du rechts siehst, uns haben sie schon Spieler vorgeschlagen. Da haben wir den Kozak Usbekistan für vorderer Sturm. Muss man berichtigen. Dann haben wir Sun Xiang aus China, 34 Jahre, Entwicklung rückläufig. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Südkorea, Jeongnam, in Entwicklungsphase. Schaut interessant aus, defensives Mittelfeld. Könnte man belassen. Gell? Ausdauer 78 ist, glaube ich, nicht so schlecht. Der junge Mann. Das ist einmal diese Geschichte. Dann haben wir Torwart. Da haben wir nicht so viel. Da haben wir eigentlich nur in Melikow und den Österreicher, den Jungen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Dann haben wir da in Leon. Französisch-Guayana, 24 in Entwicklungsphase, ist schon ein bisschen älter. Dann haben wir dort den Torwart 24, 66, okay, in Entwicklungsphase, bla bla bla. Und dann haben wir da Mabo Kwane. Sagt mir gar nichts, wenn du da irgendwas. Na, das ist schon wieder nichts, der ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und seiner sportlichen Spritzigkeit. Also ich glaube, den werden wir belassen. Okay, und da haben wir keine bestimmte Region, kein bestimmter Schwerpunkt im Budget. Da haben wir eigentlich. Okay. Das sind alle drei, aber er ist in der Entwicklungsphase. 23 Jahre. MS, mittlerer Sturm. Sturm. Mitte? Keine Ahnung. Wurscht. Du kennst die besser aus wie ich. Ich sag dir das jetzt einmal alles nur oberflächlich. Wie schaut der da aus? Konterangriff, Ballbesitz. Der schaut nicht so deppert aus. Pressing, aggressiv eher. Okay. Okay. Leidenschaft und Technik, Entwicklung seit Beitritt. Ja, steigt noch ein bisschen. Dann haben wir Ern. Oh. Der ist schon wieder rückläufig, den brauchen wir mal nicht. Und der Iversen, was kann der? Dänemark? Auf Höhepunkt, nein. Also, wie du siehst, wir haben leider nicht viel Spielraum. Ich nehme jetzt einmal Arm her. Wo ist denn das? Da. 23 in Entwicklungsphase. Wir werden uns natürlich mit den Dingen noch später befassen. Wir haben erst den 20. Spieltag. Also, was so ist, wir haben noch so viel Zeit. Ich zeig dir das jetzt damit unter, wenn dich was interessiert. Ab in die Kommentare. BZW nach Erfurt gerichtet. Es könnt ihr mir gerne eine Mail drüber schreiben, wenn ihr mitmachen wollt. Ich beziehe euch auch mit ein, natürlich. Ich beziehe an jeden mit ein, der sich das antun will. Und, ja, wie gesagt, wir sind das jetzt kurzzeitig einmal durchgegangen. Und beim nächsten Mal. Ich muss das jetzt abspeichern, sonst haben wir wieder ein Problem. Zwecks, ja, du weißt eh warum. Überschreiben. Wie gesagt, zurzeit ist das Kader leider voll. Und das nächste Mal machen wir noch einen zweiten Spielstand. Überschreiben, genau. Sicherheit geht vor, gell, 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 Kernall. Und das nächste Mal haben wir dann als Gegner. Warte mal kurz, meine Teaminfo, Spielplan. Das nächste Mal haben wir es gegen Alan White zu tun. Wir können ein bisschen schauen, wie wir es demnächst weitermachen. Alan White, dann haben wir West Midlands Village, Platz 5. Und Alan White ist Platz 20. 4 Siege, 8 Niederlagen, 7 Unentschieden. Westland Millets haben 12 Siege, 6 Niederlagen, 1 Unentschieden. Dann haben wir Fußballer des Jahres aus Asien, Vergabe.
Yorkshire's White gegen Norfolk City, das sind wir. Die haben 8 Siege, 6 Niederlagen, 5 Unentschieden. Endtermin für Antwort auf Trainerangebot, das werden wir gleich mal ad acta legen, da wir ja Norfolk dabei unterstützen wollen. Eröffnung des Transferfensters. Dann haben wir gegen SU Red am 23. Spieltag 6 Siege, 12 Niederlagen und ein Unentschieden. Dann haben wir England Cup, dritte Runde. Norfolk gegen Merseyside Blue. Nur bitte, da kommt. Jetzt schauen wir mal ein Stückchen weiter. Schließung des Transferfensters, wie du siehst. Englischer Pokal, Viertelfinale. Wir wollen ja natürlich englischer Pokal, Halbfinale. Genau, wir müssen uns jetzt. Ja, da haben wir noch eine lange Reise. Englischer Pokal, Endspiel. Okay, jetzt schaue ich noch gerade. Letzter Saisontag. Also, wie gesagt, wir haben noch einiges vor uns. Und wenn dir das Spaß macht, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Baba.